Ich glaube, weder Metroid noch Zelda ist heute am Start, ne? Wenn ich mal so angucke. Also, es zieht sich jetzt hinten raus ja sehr lange noch, das Game. Habe ich gar nicht gedacht. Dass es sich noch so zieht. Noch kein Random? Na wann, ne? Ich will das schon beenden. Das andere wäre irgendwie blöd. Hä? Muss man mal gucken, weil da ist hinten raus, glaube ich, so eine blöde Zeit noch, die übrig ist. Die Zeit ist das Problem, ne? Also, schlimm. Von wegen kurze Level. Die sind hier, die sind einfach zu lang. Sechs. Okay, ich muss jetzt gleich auf jeden Fall mal kurz eine Hundepause machen. Das geht nicht anders. Okay, hier ein Stern ist nicht so schlau. Und dann kommt ja noch die ganze Welt 8. Also ich denke mal, das dauert noch bis 23 Uhr. Dann ist am Ende noch eine Stunde Zeit. Ja, das ist halt eine doofe Stunde. Richtiges Mario Maker Level. Oder doch noch Mario Land. Das dauert doch nur 30 Minuten, oder? Level ausgelassen. Na, vielleicht passt das dann noch ganz gut. Wir gucken mal. Oh, ätzend. Ja, ätzend. Aber letzter Pixel der Piranha-Pflanze. Wo habe ich denn was ausgelassen? Ich glaube nicht, dass ich was ausgelassen habe.
Doch, die 4, okay. Das wird auch nicht so richtig klappen ohne Power-Up hier. Also manche Sachen sind schon so gebaut, dass man es eigentlich nicht so richtig hinkriegen kann. Böse. What the fuck, Alter? Was macht der denn? Okay, einfach komplett OP. Ja, komm, ey, der schießt auf einmal da mit der Artillerie los. Der hat wirklich hart trainiert. Okay, welches Level habe ich ausgelassen? 4? Ja, es ist trotzdem noch das leichteste. Ach, das ist ein Level. Lol, okay. Was kann ich damit nochmal machen? Unendlich fliegen, ne? Das ist so dämlich. Da kannst du die Level so wirklich so richtig dumm umfliegen. Okay, wir holen uns noch ein Power-Up. Ich gehe nach dieser Welt auf jeden Fall mal kurz mit dem Hund raus. Nicht hier auch so crazy durchklippen irgendwie? Ja, ne? Ja, ne, ist mir klar, dass das nicht easy ist. Katastrophenlevel. Also ich finde Super Mario 3, Super Mario Bros. 3 schafft es halt wirklich ganz schlimme Level zu bauen. Also so, so Rätsel-Labyrinth-Kram bin ich überhaupt kein Fan von. Boah, hui, raus hier. Im Speedrun sind die Level okay, ja, das denke ich mir. Einzelkeksdieb? 2D auf jeden Fall. Thank you.
Es ist Rainer. Ja, gut. Peace Beatsen, ja, klar. Ist der Wii-Titel, ja, die finde ich eigentlich auch sehr geil. Die habe ich so lange nicht gespielt, deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, die nochmal zu zocken. Ich will nur eine Sache merken eigentlich. Tue ich aber nicht. Pflanze. Ja, ja, das ist komplett krank. Mitch Flower, der rennt durch jedes Level. Durch jedes Level ja mit Peace Speed. Nimm mal den Hammer-Anzug. Der ist schon geil. Den hätte man auch danach nochmal holen können, oder? Bäuschen nach der Welt, ja. Statue geht mit dem Waschbären, nicht mit dem Hammer. Mit dem Tanuki, ja. Das meine ich. Nicht mit dem Waschbären. Aber war das nicht auch Schutz? Ich meine ja, ne? Damit konntest du dich schützen. Schützen. Teste mal. Hatte doch irgendwie Angst. Aber jetzt eigentlich kein gutes Power-Up, ne? Oder? Also jetzt für Casual Playthrough nicht. Ich weiß, dass es auch im Speedrun damit so super Quick-Kills gibt, ne? Echt ein super Power-Up. Alles in allem, also muss ich wirklich sagen. Ach, come on! Nur weil ich dann einfach so richtig greedy runterspiele. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt ohne Power-Up, den Bullshit. Okay, zum Glück habe ich die P-Wings für die ganze achte Welt. Oder einfach nur noch die Level überfliegst. Ja, vor allem killt mich der Boss eh. Achso, gibt's hier vielleicht Power-Ups? Ah, ne. Bosse immer. Bosse immer schwer. Kuperlinge immer schwer. Ja, Soka. Die waren, ja, eher scheiße. Aber durchgespielt, man muss es sagen. Wenigstens dran geblieben. K-
Knochen. Das ist eine Schraube, würde ich sagen. Ja, guck dir mal an. 2 Stunden 30 hat der Bums gedauert. Mario Brothers, 38 Minuten. Super Mario 2, 1 Stunde 8. Also, das ist schon bezeichnend. War schon übel. Also, Lost Levels nicht gut. War schwer, ja. War schwer. Alter, dieser Stun, ne? Alter, Ludwig einfach komplett OP. Kompletter OP-Lord. Sergeant Luke, mach das mal. Schlaf mal gut. Es ist ja auch schon Zeit. Ah, Captain Iglo. Ich bin jetzt nicht so der gigantischste Fan, aber es ist natürlich schon cool und hat seinen Daseinsberechtigung und viel neu gemacht und viel richtig gemacht. Ich meine, Peace Beat, ne? Hallo, lieben wir heute noch. Kekse for Life, danke für 20 Monate. Fire Rod, ist es GoMod? Ja. Nee, GoMod, ja doch, GoMod. Wir sind auf dem Weg zum Boss, zu King Koopa. Oh, World 8. Jetzt wird's gruselig, Leute. Jetzt, wie wär's mal mit einem Speedrun in Wario Land? Boah. Was soll ich dazu sagen? Ulrich 88 cheert 100. Ich würde gerne mal das Wario Land auf dem Gamecube spielen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Mit einem Spätrunde Wario Land Games. Aber Wario Land? Boah. Crazy Game. Boah. So, okay. Nice. Welt 8. Let's go. Wir starten mal ohne diese komischen Power Wings. Ne? Das ist, glaube ich, albern, oder? Boah, ey, das war doch. Als Kind war das so gruselig. Auch die Hände, die später noch kommen. Einfach gruselig. Oh. Schwarze Gegner. Vor schwarzem Hintergrund auf schwarzem Boden. Ich mag das nicht. Boah. Das ist ätzend. Ich habe halt gleich, wenn ich fertig bin mit dem Stream, habe ich halt des Todes Hunger. Und was kann ich tun? Nix. Das ist halt scheiße. Ich kann halt noch einen Toast essen. Ich werde mal morgen, erinnert mich mal dran, dass ich Mittag esse. Dann mache ich gerne mal so um 17 Uhr irgendwie eine kurze Pause und ess mal was. Ess mal was. Wer würde sich hier hinstellen? Mittagessen um 17 Uhr, das ist für mich eine gute Uhrzeit. Sonst esse ich immer kurz vor dem Stream. Das ist so meine Zeit. Command Essen. Ja, wichtig. Wisst ihr, was ich noch hab? Oh, Alter, das Ding. Alter, was geht denn da ab? Das finden auch wahrscheinlich ganz viele jetzt furchtbar widerlich, aber ich mag das. Boah, nee, ich kann's nicht sagen. Ich werde ausgelacht und werde wieder... Die Leute denken, ich bin komplett ekelhaft. Ich kann's nicht sagen. Das könnte ich auch heute Abend noch essen. Ich habe so einen Fisch in Tomatensoße in so einer Dose. Also ich mag das auch sehr gerne. Geiler Scheiß, lecker. Eigentlich ist das geil, wenn du ein schönes Brötchen dabei hast. Und dann kann man das da reinstippen. Wow. Rollmops hammermäßig. Hammermäßig. Brathering, mega, liebe ich. Ich glaube, an dieses Power-Up kann man einfach nicht kommen, oder? Also wenn es ein Pilz ist, ja, weil der dann kommt. Aber bei einer Blume wird schon schwer. Brathering oder Brethering kann man auch sagen zu Brathering. Brethering.
Barthering oder Brethering? Magic the Brethering, ja. Wenn man cool ist, sagt man Brethering. Wenn man Allmann-Kartoffel ist, Allmann-Manfred, dann sagt man Brathering. Hallo, Woschdenador. Oh Mist. Ja, so ein schönes Graubrot mit dicker Kruste. Auch geil. Auch geil. Mein Greybread, ja klar, Greybread. Brethering of Grey... Brethering on Greybread. Brethering on Greybread, meine ich, ja. Boah, fast ganz durchgekommen. Kurz mal chillen. War ja klar. Trotz Wolke schnappt er mich. Aber leider habe ich nicht so eine geile Graubrotstulle. Scopecraft, danke für 69 Monate. Vielen Dank. Eintopf aus der Dose, auch geil, ja. Oh, schneller Scroll oder was? Boah, mein Gott, jetzt kriege ich aber Bäuerchen hier. Es könnte übrigens sein, ich will noch nichts für viel versprechen, dass ich morgen Abend noch Besuch bekomme hier. Und wir machen irgendwie so ein bisschen Koop-Sachen auf dem SNES. Muss ich aber nochmal genau abchecken. Ich gehe erstmal gerade davon aus, aber ich bin noch nicht zu 100% sicher. Ein bisschen, keine Ahnung, 2-3 Stündchen Goof Troop mal oder sowas Geiles. Was Fetziges. Koop Mario, nenn mir eins. Gibt ja gar keine. Ah ne, Turtles. Ah, das ist irgendwie gerade ausgelutscht. Battletoads gab's doch hier erst vor kurzem durch. Oh nein, das hier, das war gruselig. Oh oh, die Welt ist auch übel, ne? Meine ich, die war echt böse. Ja, ich glaube, jetzt wurde es echt nochmal ein bisschen wild hier in der letzten Welt. Thank you.
Alter, das ist ja hier wirklich der absolute Rotz. Alter, furchtbare Level. Heieieiei, hier geht's ja jetzt richtig rund. Ist das Vanilla? Ja, es sieht ein bisschen Kaizo-esk aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall zieht das Game hinten raus tatsächlich heftig an. Wenn man überlegt, dass du irgendwie eine Stunde lang ohne Schwierigkeiten durchkommst und hinten raus wird's dann echt böse. Das sieht ja fantastisch aus, Not. Oh, hier kann man, glaube ich, durch, ne? Für ein Secret. Ich meine, das war so. Da muss man sogar. Ich sehe nichts. Dumm. Ach komm, und dann der scheiß Momentum den Berg auf. Das ist gerade echt belastend, muss ich sagen. Ohne Power-Ups. Ich glaube, ich werde nicht um die Pi-Flügel rumkommen gleich. Alter, ja. Okay, Pi-Flügel incoming. Das sind keine Level, die man so spielt. Tot. Momentum, ganz schlimm bergauf. Ganz schlimm. Ja, ja, Pi-Flügel, dafür sind die da. Viel zu dumm, die Level. Ja, aber das finde ich auch irgendwie komisch am Game, muss ich ein bisschen sagen. Das Ende ist halt komplett OP. Und ich sag mal, 70% sind komplett Panne. Warum die Sonne sauer ist? Ja, gute Frage, ne? Was ist eigentlich die Idee dahinter? Warum greift dich die Sonne an? Was haben die sich dabei gedacht? Oh, das ist doch hier auch ein schlimmes Labyrinth, ne? Okay, es ist einfach die stechende Wüstensonne. Also ihr meint, das, die ist gar nicht böse, aber sie heißt Angry Sun. Oh, böse. Das war böse. Ja. Alter, warum gibt es denn hier 1 Million Türen? Alter, wie viele Türen gibt es denn hier bitte? Sind die besoffen gewesen? Okay, kennt einer den Weg oder kann man ihnen einen Tipp geben? Wahrscheinlich auch sehr schwer, ne, einen Tipp zu geben. Ja, genau, ey.
furchtbares Level. Und genau das ist meine Erinnerung, die ich an SMB3 habe. Das ist die Erinnerung, die ich an SMB3 habe. Und deswegen mag ich das Game einfach nicht. Gegen Ende wird das Spiel einfach so maximal nervig. Also, allein dieses Schloss mit 4000 Türen. Also, wirklich, wirklich nervig. Das ist immer das, woran ich denke. Ah, Mist. Gut, aber das war ja random, einfach irgendwo hergelaufen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo es da lang geht. Also, selbst wenn der Weg jetzt richtig war. Ja, und deswegen werde ich das Spiel nachher wieder ausmachen und ich werde es wieder nicht mögen. SMB3 einfach für mich... Mäh. Okay, und jetzt? Ja. Und jetzt gehe ich gleich durch irgendeine Tür und bin wieder auf einem Laufband und falle in die Lava. Das ist doch ein Witz. Furchtbar. Hier. Das hier? Ah ja, okay. Alter, was ein Dungeon. Was ein Castle. Pfui Teufel, ey. Also wirklich. Überall versteckte Türen. Das Level hat wirklich schon 1 Million Türen. Nettes Levelchen. Mehr Spielzeit fürs Geld, ja. Ja, das ist schon mal nicht richtig. Jemand aus dem Chat schon mal in Lava gefallen. Ich würde jetzt einfach behaupten, dieser Mensch könnte nicht mehr schreiben. Boah, Alter, mein Gehirn. Ob ich die OG-Spiele enjoyen kann? Ja. Also Super Mario World finde ich jetzt, glaube ich, nicht so super spannend. Aber die ganzen anderen hier, da bin ich ja auch nicht... Also bin ich jetzt vielleicht ein bisschen besser als der Durchschnittsspieler, aber bin ich jetzt ja auch nicht extrem gut drin. Ja, aber SMW wird jetzt schon eher öde, ja. Aber, ja, dann sieht man halt die Vanilla-Level mal und so, ne? Das ist dann irgendwie wieder ganz nett. Aber rein vom Gameplay her ist das schon öde. Thank you.
viel zu viel einfach. Viel zu viel. Furchtbare Level, die letzte Welt. Wirklich furchtbar. Und alles Scroll. Da kannst du ja nur mit dem Pi-Flügel durch. Das fühlt sich ja so an, als wäre es echt darauf ausgelegt, dass du den ganzen Scheiß aufbewahrst und dann... Warum passiert das eigentlich? Komm, gebe ich mir jetzt nicht. Dafür sind die. Pendel, ich denke wieder so 15, 17 Uhr, sowas um den Dreh. Nein, die spiele ich nicht am Stück durch. Wie lange soll ich denn wach sein? Oder, nee, mit Penpausen auch nicht. Nee. Ich hab das... Die Mario Bros, die ganzen, der Marathon, der ist für den ganzen Oktober. Also, ich werde das jetzt viel spielen, weil ich ja in der nächsten Zeit, also in den nächsten Tagen die ganze Zeit 12 Stunden online bin. Aber... Ja, Mario Land mache ich, glaube ich, gleich auch noch. Das geht schnell. Da ist der Sound auch einfach so geil. Dann kommt Fable, ja? Gute Frage. Aber wahrscheinlich nicht im Oktober mit den ganzen Mario-Sachen. Ja, Super Mario Land spiele ich vom Super Game Boy dann. Le Grand Finale. Wow, alter Laser Phaser. Und ich meine mich noch zu erinnern, dass der Bowser Fight in dem Spiel ist halt so doof, ne? Mit dem Boden. Oh, okay, so, das war schon mal der falsche Weg. Okay, plötzlich treffen sie. Unangenehm, der Weg hier hoch mit den Bällen. Oh, 1000 Wege. Ja, was geht ab? Wann gibt es die bei SMW? Haben wir's. Dieser Bowser-Fight ist so shit. Ich meine, der wird doch in einem Speedrun... shit. Wird der da nicht mit dem Hammer gemacht? Der Bowser? Ja. Oh ja, das war sehr knapp. Aber oh, der wird mich nochmal abschlachten. Befürchte ich. Aber der spielt sicher. Und ist das sicher, so hoch zu stehen? Jetzt müsste ich eigentlich sehr nah dran stehen. Warum hat er denn den Ground Pound nicht gemacht? Habe ich irgendwas Tolles? Feuerball-Spam.
Diese Statuen sind echt... Ach man, bitter. Geisteskrank. Ah, der ist wieder schlimm. Ja, der Bossfight ist schlimm. Genau das ist es, was ich erinnere an Mario SMB 3. Es ist einfach nur komplettes Nerv-Game. Zumindest hinten raus. Hinten raus einfach nur nervig. Super knapp, ey. Eieieiei. Lecco mio. Das ist Time, oder? Hier. Huiuiuiui. Pro-Strats? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Time. Aber GG, ja, in alles in allem natürlich... Ne, hier ist, glaube ich, Time erst. Alles in allem natürlich schon geiles Game, aber ich weiß nicht. Im Vergleich zu den anderen finde ich SMB 3. Da spiele ich lieber SMB 2, echt. Wer ist da? Ja, das ist Peach. Obwohl, das ist das Sprite. Aber mit braunen Haaren, was ist das eigentlich? Mein Mario-Welt geht kaputt. World 1, Grassland. Das ist einfach auch nur die Prinzessin. Man hat damals einfach immer nur die Prinzessin gerettet. Weder Peach noch Daisy, sondern einfach die Prinzessin. Ja, stimmt. Ja, das mit dem Theater eigentlich witzig. Und die Gegner sind Schauspieler. Witzig. Ja, das war's. Krank.